Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von McAllister's Outdoor Cooking. Nach über einem Jahr Abstinenz habe ich endlich mal wieder den Weg nach Mödingen gefunden. Definitiv Zeit ist es geworden. Längst überfällig, lieber Michi, ich grüße dich. Für alle, die ihn vielleicht nicht kennen, das ist der Grill-Junkie. Ja. Bei ihm ist der Name Programm. Und wir werden ab uns ein paar schöne Tage machen. Heute werden wir ein bisschen was auftopfen. Wir werden ein leckeres Sucuk-Gulasch, einen Sucuk-Topf, wie es genau nennen, weiß ich noch nicht. Irgendwas so in der Art werden wir machen. Morgen werden wir nach Sindelfingen auf die Messe fahren. Wird auf jeden Fall eine geile Zeit. Lieber Michi, lass mal die Spiele beginnen. Ja. Ich werde jetzt die Quota für mich beanspruchen, werde hier alleine werkeln. Und ich werde nebenbei weiter meinen Flipper bauen. Genauso wird's laufen. Okay, wir starten nach dem Intro. Ja, ich habe es geschafft. Ich habe die ganze Grillquota für mich alleine. Ich kann es mir hier gemütlich machen. Heute mal im Sitzen alles schnibbeln und zubereiten. Wird ein mega Spaß. Für mich ist er mal hintergegangen in seine Werkstatt und baut hier an seinem Flipper rum, den er selber zusammenbaut. Schaut doch mal vorbei bei ihm. Da könnt ihr das sehen, wie er das macht. Also auch ein geiles Projekt. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall erstmal an, was wir für Zutaten für unseren Topf brauchen. Der Hauptdarsteller, unsere türkische Sucuk, die haben wir hier. Dann gehen wir der Reihe einfach mal durch. Wir haben hier Kartoffeln, bisschen Brühe, ein paar Champignons. Dann haben wir hier ein bisschen Bacon. Wir haben ein bisschen Weißkohl, gehackte, geschälte Tomaten. Dann haben wir hier noch zwei Gewürze stehen. Einmal ungarische Paprika und hier haben wir den Herb Garlic Dry Rub von der Grillshow. Die genauen Mengenangaben dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ich starte jetzt mit meinen Vorbereitungen für euch, das alles zusammengefasst im Zeitraffer. Und schnibbeln werden wir das heute mit dem edlen Messer von unserem lieben Onkel Johnny. Schickes Teil. Beginnen werden wir mit unserer Sucuk, von der müssen wir erst einmal die Haut entfernen. Und dann in schöne kleine Stückerler schneiden. Ja, irgendwas vergisst man immer, genauso wie auch heute. Die Zwiebeln, die braucht man natürlich auch unerlässlich für so ein Gericht. Und die werden wir uns einfach schön klein würfeln. Wir werden unsere Champignons vierteln. Dann haben wir hier unseren Weißkohl, da werden wir den Strunk entfernen und die ersten Blätter wegmachen. Und den Weißkohl werden wir uns einfach nur in schöne, kleine, dünne Streifen schneiden. Und last but not least, die lästigste Arbeit, die Kartoffeln schälen. Und diese werden wir uns ebenfalls schön klein würfeln. Die Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen. Als Dutch Oven haben wir heute den FT6 und den werden wir jetzt in unserer Feuerstelle hier positionieren. Gesagt, getan. Wir brauchen zuallererst einen Pfannenknecht, den wir hier schön positionieren werden. Ausreichend Schub sollten wir hier haben. Und dann stellen wir uns unseren Dutch Oven hier einmal drauf. Während der Dutch Oven aufheizt, werden wir dabei ein bisschen Öl hier hineingeben. Michi hat da so schöne kleine Druckflaschen.
Und beginnen wir mal damit, dass wir unsere Sucuk hier drin erstmal kräftig anbraten. Während die Sucuk anbrät, geben wir gleich unsere Zwiebeln dazu, dass die auch schön glasig werden können. Die Zwiebel ist auch ein Hauptgeschmacksträger hier in unserem Essen. Und prinzipiell würden wir jetzt auch noch Knoblauch dazugeben, aber den haben wir ja hier bereits in unserer Sucuk drin. Von dem her brauchen wir den nicht nochmal zusätzlich dazugeben. Die Zwiebel werden dann auch langsam glasig und dann geben wir unseren Bacon dazu. Den müsst ihr gar nicht kross anbraten, der soll ja einfach nur sein Fett und seinen Saft abgeben. Und da kriegen wir dann den schönen würzigen Geschmack her. Einige Minuten später ist dann alles schon schön angebraten. Aus dem Bacon ist auch schon ordentlich Saft ausgetreten und das meiste davon auch schon wieder verdampft. Und wir werden jetzt unsere Champignons mit dazugeben. Wenn ihr die vorher knusprig bzw. braun anbraten wollt, dann gebt ihr die natürlich vorher dazu. Aber bei mir passt es so. Das macht er ganz individuell, wie ihr mögt. Auch die Champignons sind jetzt schön am Einfallen und wir werden jetzt anfangen, dass wir das alles ein bisschen würzen werden. Salz brauchen wir da nicht mehr dazugeben, vorerst nicht, weil da haben wir ja genug durch unsere Sucuk und den Bacon. Deswegen werden wir hier jetzt nur ein bisschen Paprika dazugeben. Der Michi hat hier so eine ungarische Paprika, der passt hier wie die Faust aufs Auge. Und da geben wir mal ordentlich was drüber. Ich sage jetzt mal so von der Menge her ungefähr 2 Esslöffel. Und ein Geschmack ist in dieser Kota, das ist unglaublich, Freunde. Ich kann es euch sagen, das wirkt hier nochmal ganz anders, wie wenn er das irgendwo in der freien Natur bzw. draußen im Garten macht. Und als zweites Gewürz nehmen wir jetzt hier den Herb Garlic Dry Rub von der Grillshow. Der ist rein optional, aber ich möchte da ein paar Kräuter mit dran haben. Ein bisschen Knoblauchverstärkung ist da auch nochmal mit dabei. Dann nehmt ihr aber nicht zu viel, denn sonst wird euch das Ganze zu kräuterlastig. Essen schon fertig. Michael, grüß dich. Ne, ich bin mittendrin. Oh, das sieht gut aus. Und? Ich hab's gerade gesagt, ein Spitzenduft liegt hier in der Kota. Wirkt ganz anders da wie draußen. Wieder gute Zeit später ist dann alles an Flüssigkeit hier drinnen verdampft und wir haben eigentlich wieder reines Bratvergnügen. Und das müssen wir jetzt stoppen, weil sonst wird uns das alles dunkel. Und deswegen werden wir da jetzt unsere Tomaten hineingeben. Da könnt ihr passierte Tomaten nehmen. Ihr könnt auch nur... Das hat sich jetzt angehört, als ob deine Packung pupst. Ja, hat auch gepupst. Oder vielleicht warst es doch du? Nein. Wo bin ich stehen geblieben? Wir geben da Tomaten rein, gehackte, geschälte. Ihr könnt auch Tomatenmark nehmen, ganz wie ihr wollt. Dazu kommt auch gleich unsere Brühe. Da nehmen wir jede x-beliebige. Kann Gemüse sein, Rinderbrühe, was auch immer. Und das Ganze wird jetzt dann einmal umgerührt. Der Michi, der Gemeine, versucht mich schon wieder zu ärgern da hinten. Gell? Nur ein bisschen. Was macht denn dein Projekt? Machst du ein kleines Päuschen? Ich mache ein kleines Päuschen. Denkpäuschen. Ja, das sind die schlimmsten Päuschen, diese Denkpäuschen. Bevor wir jetzt unsere Kartoffeln dazugeben, müssen wir hier noch unseren Weißkohl mit reingeben. Denn der muss jetzt erstmal ein bisschen dämpfen und einfallen, sonst haben wir hier drin keinen Platz mehr. Beziehungsweise ihr könnt knapp werden und das möchte ich vermeiden. Aber das schaut gut aus. Den heben wir ja auch vorsichtig einmal unter. Und weil der Platz trotzdem reicht, geben wir jetzt gleich noch unsere Kartoffeln dazu. Also mit dem FT6 sind wir richtig, richtig gut gefahren. Hätte nicht kleiner und nicht größer sein müssen, die Dutch Oven Größe. Wir heben alles nochmal unter. Geben unseren Deckel drauf und lassen unser Gulasch jetzt hier mal für gut eine Stunde bis eineinhalb einfach mal schön gemütlich dahin blubbern. Und nachher sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Eineinhalb Stunden sind jetzt vergangen und der Michi hat sich bereit erklärt, Kameramann zu spielen. Vielen Dank, mein Gutster. Und wir werden jetzt den Deckel lüften und mal in unser Töpfchen hineingucken.
Also rein geruchstechnisch ist es ja wirklich großartig. Ja, und dann ist der Augenblick, wo wir uns hier mal ein Probierele rausnehmen werden. Das Wort Probierele, das ich immer sage, habe ich übrigens von dem Meister hier drüben, falls euch das fragt. Der, was mit dem Löffel hier schon wartet. Ganz genau, das langes Probierele. So, Nachschlag gibt es drinnen. Ja, und dann werden wir das Ganze mal probieren. Ja, er kann sich schon wieder nicht zurückhalten, schon wieder fleißig am Spachteln. Aber Flipper bauen macht hungrig. Hast recht. Und auf der anderen Seite, ich würde es wahrscheinlich genauso machen. Heiß. Heiß ist es, ja. Also ich werde das jetzt mal probieren, damit ich sein Fazit vielleicht schon. Guten Appetit. Heiß, aber geil. Und knoblauchlastig. Also, Sucuk in Ehren. Das Zeug hat wirklich Bums ohne Ende. Mhm. Zu viel Bacon hätte jetzt fast einmal gesagt. Also ist ein bisschen spicy. Ja, bei dir gibt es nicht zu viel Bacon. Er ist auch der Erfinder von Bacon sagt, gibt Manneskraft. Der legendäre Spruch. Also für mich persönlich ein Ticken zu salzig, aber gut, das lässt sich bei der Menge Bacon dann nicht vermeiden, außer durch... Finde ich jetzt absolut gar nicht. Okay, da sind die Geschmäcker wieder verschieden. Kartoffeln, hast dich ja gerade... Sind durch. Vor einem Jahr, wo ich da war, habe ich mal ein Gericht gemacht, da waren die Kartoffeln ein bisschen roh. Deswegen heute sehr darauf geschaut, dass sie durch sind. Mhm. Das freut mich, wenn es da passt. Ja, also ich kann nur sagen, ist ein spitzenmäßiger Topf. Es ist so eine Art Gulasch-Variante, mal ganz anders da eben, nur mit Sucuk, ohne Fleisch. Kann man definitiv mal so machen. Kein Fleisch. Fleisch im Sinne von nicht Fleisch. Wurscht. Ihr wisst, was gemeint ist. Also definitiv eine Nachmachempfehlung von mir. Drinnen warten noch zwei Mädels, die auch mit essen wollen, nämlich Schatzi und Schatzi-Tochter. Und von dem her gehen wir da jetzt auch rein. Also, wir werden uns den Abend heute noch schön gemütlich machen, bevor es dann morgen auf Sindelfingen geht. Ja. Ich glaube, du hast ja gesagt, ich muss jetzt dann bei dir ein bisschen mitarbeiten, bei deinem Viehpin. Genau. Scheiße. Nee, in diesem Sinne sage ich, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es war, gebt mir einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar. Bei Michi, meinen hast du schon. Das freut mich. Bei Michi schaut er natürlich auch vorbei. Und ja. Gibt es noch was zu sagen? Man sieht sich in weiteren Videos. Ganz genau, meine obligatorischen Worte. Ich sage danke fürs freundliche Zusehen. Macht's gut, euer McAllister und der Grillchunky. Nam, 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 beim nam, Essen. Nam, nam.